In der fünften Aufgabe ging es um komplexe Leistungen und da war ein Schaltbild gegeben, in dem zunächst mal zwei Spannungsquellen in Reihe geschaltet waren. Die waren gegeben als UQ1 von T sind 232,65 Volt mal Sinus Omega T ohne eine Phasenverschiebung und die zweite Spannungsquelle UQ2 von T hatte den gleichen Betrag mal Sinus Omega T und war um 90 Grad Phasen verschoben. So, was man jetzt taktisch klugerweise natürlich macht, um diese Spannungsquellen zu einer zusammenzufassen, was ja bei in Reihe geschalteten Spannungsquellen sehr gut geht, ist natürlich nicht mit diesen Zeitfunktionen hier zu rechnen, sondern das umzuwandeln in Zeiger und zu sagen, UQ1 wären halt 232,65 Volt mal E hoch J0 Grad und die Spannung UQ2 als Zeiger sind 232,65 Volt mal E hoch J 90 Grad. Und dann kann man diese beiden Zeiger, damit man die addieren kann, natürlich in die kartesische Form umwandeln mit Real- und Imaginärteil. Dann sind das hier einfach 232,65 Volt. Und das E hoch J 90 Grad ist ja rein imaginär, da können wir halt einfach ein J vorschreiben und dann sind das J 232,65 Volt. So, und diese Zeiger, so wie ich die hier umgewandelt habe, das sind jetzt natürlich Spitzenwertzeiger. Ich mache hier mal vielleicht so ein Dach drüber, um zu kennzeichnen, das sind jetzt Spitzenwertzeiger. Wenn wir jetzt die Gesamtspannung ausrechnen als Zeiger, ergibt die sich natürlich aus der Summe dieser Spitzenwertzeiger hier. Also das ist ein Spitzenwertzeiger, das ist auch ein Spitzenwertzeiger und das ist auch ein Spitzenwertzeiger. Und dann wären das halt einfach 232,65 Volt mal 1 plus J. Ja, die 1 kommt von hier, das J kommt von da. So, und jetzt kann man das natürlich, das 1 plus J natürlich umwandeln in ein Wurzel 2 mal E hoch J 45 Grad. Und die Wurzel 2 fällt jetzt wieder weg, wenn wir aus diesem Spitzenwertzeiger einen Effektivwertzeiger machen. Also anstatt der beiden Spannungsquellen male ich jetzt mal eine Spannungsquelle hin, die nicht UQ-Ersatz, sondern U-Gesamt habe ich das genannt, U-Gesamt. Und das soll jetzt ein Effektivwertzeiger sein und der hat dann als Effektivwert genau das durch Wurzel 2, dann fällt die Wurzel 2 weg. 232,65 Volt mal E hoch J 45 Grad. So, und an diese Spannungsquelle war jetzt angeschlossen ein Widerstand R1 und ein Widerstand R2. Und zu dem Widerstand R2 parallel gab es noch einen Widerstand R3 und eine Induktivität L. Ich schreibe mir gleich J Omega L, das ist R3, das ist R2, das ist R1 und hier gibt es noch einen kleinen Lötpunkt und da gibt es noch einen kleinen Lötpunkt. Und das, was man jetzt dann schlussendlich ausrechnen sollte, war erstmal der Strom, der dort hinten lang fließt durch den Widerstand R3. Ich mache jetzt hier mal auch ein großes I draus, das soll jetzt auch ein Effektivwertzeiger werden. So, diese kleine Nebenrechnung hier oben zum Zusammenfassen der Spannungsquellen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und stattdessen müssten wir jetzt mal drüber nachdenken, um diesen Strom hinten auszurechnen, könnte man natürlich Stromteilerregel anwenden und diesen Strom ausrechnen aus einem Strom hier vorne. Das wäre sowas wie der Gesamtstrom. Und um diesen Gesamtstrom auszurechnen, wäre es nicht schlecht, wenn wir die Gesamtimpedanz dieser Schaltung hätten. Die nenne ich mal Z Gesamt. So, und das Z Gesamt kann man jetzt natürlich ausrechnen. Das wäre R1 und dazu in Reihe hätten wir R2 parallel zu R3 plus J Omega L.
So, dann waren dafür auch Zahlenwerte gegeben. Das R1 waren 100 Ohm, das R2 waren 200 Ohm, das R3 in diesem Sinne, wer hätte das gedacht, sind 300 Ohm und das J Omega L waren nochmal 200 Ohm. Also J 200 Ohm natürlich, das XL, das Omega L, der Blindwiderstand waren 200 Ohm. So, diese Klammer hier vorne kann man sich eigentlich sparen. Ja, und jetzt geht es halt einfach darum, das auszurechnen. Ich schreibe das jetzt mal noch mal ein bisschen ausführlicher hin und löse diese Parallelschaltungsoperation auf. Dann haben wir 200 Ohm mal die Summe von 300 Ohm plus J 200 Ohm und unterm Bruchstrich steht einfach die Summe von all dem, also 200 Ohm plus 300 Ohm plus J 200 Ohm. So, jetzt sieht man, man hat hier einen Haufen Nullen und wir haben überall ein Ohm drin. Also wir könnten zum Beispiel mal einfach ein 100 Ohm rauskürzen, dann fällt hier die 100 weg und da die 100 weg und das Ohm weg und das Ohm weg und hier genauso. Und dann können wir das zusammenfassen und können sagen, 2 plus 3, das sind 5. So, wenn wir jetzt das hier hinten, was ja noch einen imaginären Nenner hat in diesem Bruch, wenn wir das mit dem hier vorne zusammenfassen wollen, wäre es nicht schlecht, wenn wir den Bruch hier hinten wieder in rein real und rein imaginärteil auseinanderklamüsern. Da ist wieder der Trick mit den Fourierit-Komplexen zu erweitern, also mit 5 minus j und 5 minus j zu erweitern. So, und dann schreibe ich die 100 Ohm von dort vorne ab. Die 200 Ohm schreibe ich jetzt mal auch so hin. So, und dann haben wir hier halt einen Bruch, in dem dort steht 5 plus J mal 5 minus J, die Konjugiert-komplexe Erweiterung. Und über dem Bruchstrich stand hier mal 3 plus 2J. Und das Ganze auch multipliziert mit der konjugiert-komplexen Erweiterung des Nenners 5 minus J. So, jetzt müssen wir das da einfach ausrechnen. 100 Ohm abgeschrieben, 200 Ohm abgeschrieben. So, und jetzt diesen Bruch ausgerechnet. 3 mal 5 ergibt 15. 3 mal minus J ergibt minus 3J. 2J mal 5 ergibt plus 10J und minus 2J, also nee, 2J mal minus 1J, J mal J ergibt minus 1, mit dem Minus davor ergibt es ein plus 1, also plus 2. So, und das Ganze noch unterm Bruchstrich, 5 mal 5 ergibt 25 und J mal J ergibt minus 1, mit dem Minus davor ergibt es plus 1 und 5 mal minus J und 5 mal J hebt sich genau gegenseitig auf. Das war ja gerade die Idee, dass das hier unten rein reell wird. So, und jetzt sehe ich gerade, ich habe hier natürlich diese 2 hier unterschlagen, was natürlich schlecht ist. Also da sollte noch eine 2 hin und da sollte noch eine 2 hin und da sollte noch eine 2 hin und hier natürlich auch. Und in diesem Sinne ergibt das hier natürlich nicht 1, sondern das ergibt 2 zum Quadrat, das sind 4. Und jetzt müssen wir oben auch noch mal schauen. Dann sollte das hier hinten halt auch 4 ergeben und 3 mal 2j ergibt dann 6 an dieser Stelle. So, jetzt sollte das wahrscheinlich passen. Ja, dann muss man das jetzt hier mal noch ein bisschen zusammenrechnen. Man kann das natürlich auch nicht im Kopf rechnen, was hier mühselig ist, sondern man kann das auch einfach in Taschenrechner eintippen. Aber ab und zu mal im Kopf rechnen ist auch nicht so verkehrt. So, 25 plus 4 ergibt 29. Und jetzt müssen wir schauen, 15 plus 4 ergibt 19. Und 10 minus 6j ergibt 4j. So, genau. Und in diesem Sinne können wir das jetzt halt dann
ausrechnen und das mit dem da vorne zusammenrechnen. Und das ist jetzt vielleicht wirklich am einfachsten, das einfach so direkt in den Taschenrechner einzutippen. Dann haben wir die 100J, so, und dann 200 mal 19 durch 29 sollte halt 131 Ohm ergeben. Und 200 mal 4 sind 800 durch 29 sollte halt plus J 27,6 Ohm ergeben. So, und das können wir jetzt einfach nochmal zusammenfassen. Dann sind das 231 Ohm plus J 27,6 Ohm. Das schreibe ich mal auch, weil ich das da oben gleich weglösche, einfach nochmal hier unten hin. Ups. 27,6 Ohm als Imaginärteil. Und für die Weiterrechnung ist es vielleicht nicht verkehrt, das einfach nochmal in die Polarform umzuwandeln mit Betrag und Phasenwinkel. Wenn man das mit dem Taschenrechner macht, sind das 232,65 Ohm mal E hoch J mit einem, ja, wie man sieht, relativ kleinen Phasenwinkel. Der Realteil ist ja viel größer als der Imaginärteil, 6,8 Grad. So, das ist die Gesamtimpedanz. Diese lange Rechnung, die man mit dem Taschenrechner aber auch deutlich kürzer und einfacher haben kann, mache ich jetzt mal weg. Und jetzt geht es als nächstes darum, den Gesamtstrom auszurechnen, der an dieser Stelle fließt. Und den kriegen wir natürlich einfach raus, indem wir jetzt das U-Gesamt rechnen durch diese Gesamtimpedanz, die wir gerade bestimmt haben. Das ist dann ein relativ einfacher Rechenschritt. Wir nehmen den Wert von hier, 232,65 Volt mal E hoch J 45 Grad und teilen das durch die gerade berechnete Gesamtimpedanz, die natürlich wie durch Zufall genau den gleichen Zahlenwert hat, aber einen etwas anderen Phasenwinkel, 6,8 Grad. Und Ohm sind so viel wie Volt pro Ampere. Dann kürzen sich die Volt weg, es bleibt Ampere über. Die Zahlenwerte kürzen sich auch genau weg, sodass ein Ampere überbleibt für den Betrag und die Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert. Also kommt da was raus, also 45 minus 6, das sind ungefähr 38,2 Grad. Das ist der Gesamtstrom. Und mit Hilfe dieses Gesamtstromes können wir jetzt natürlich auch den Strom I3 ausrechnen. Mit Hilfe der Stromteilerregel. Und Stromteilerregel geht so: Wir brauchen den Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, durch den Gesamtwiderstand von dieser Masche. Das ist R2 plus R3 plus J Omega L. Und das Ganze mal den gerade berechneten Gesamtstrom. So, jetzt kann man für die Widerstände und für die Induktivität natürlich gleich die Werte wieder einsetzen. Das waren 200 Ohm und 200 plus 300 Ohm rechne ich gleich mal zusammen, sind 500 Ohm und dann haben wir noch mal plus J 200 Ohm und das Ganze immer noch mal den Gesamtstrom. Der Ordnung halber ergänze ich hier mal noch die Striche drunter. Ja, und jetzt kann man, um sich die Rechnung hier ein bisschen zu vereinfachen, natürlich vielleicht mal wieder durch 100 kürzen und halt das Ohm auch wegkürzen. Dann bleibt da über 2 durch 5 plus 2J. Wenn man jetzt die Rechnung wieder so ganz klassisch machen will, würden wir jetzt wieder mit dem Konjugiert-Komplexen erweitern, also mal 5 minus 2J und das dann einfach ausrechnen. Also 2, die 2 von hier schreibe ich mal ab, mal die Gesamt. So, den Zähler schreibe ich auch einfach ab, 5 minus 2J. Und jetzt haben wir hier unten wieder 5 mal 5 sind 25, 2 mal 2 sind 4. Das zusammen ergibt wieder 29 und die jeweils imaginären Anteile heben sich gegenseitig auf. Das war ja gerade genau der Trick, das so hinzubekommen. So, und jetzt können wir den Gesamtstrom von da oben einfach einsetzen und können das dann ja mit dem Taschenrechner
einfach straightforward ausrechnen und dann kommt man darauf, dass das 0,3714 Ampere sind mit einem Phasenwinkel von 16,4 Grad. Und diesen Zeiger, das ist jetzt natürlich auch ein Effektivwertzeiger, den kann man jetzt nochmal in eine Zeitfunktion umwandeln, I3 von t. Und das heißt, wir müssen den Betrag hinnehmen, den mal Wurzel 2 rechnen. Wenn man das macht, kommt man auf 0,525 Ampere mit einer Sinusfunktion Omega t und dann eben diesem Phasenwinkel von 16,4 Grad. So, das wäre der Strom, der hier hinten dann durch den Widerstand R3 und durch die Induktivität fließt, wieder als Zeitfunktion hingeschrieben, als reelle Zeitfunktion von t. Hier steht das t, nichts Komplexes mehr. So, und die letzte Aufgabe, die sich jetzt hier ergab, war noch, man sollte die gesamte Wirkleistung der Schaltung ausrechnen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Die erste wäre, wir nehmen einfach die Gesamtspannung und zwar jetzt einfach nur den Betrag, rechnen das mal den Gesamtstrom und zwar nur den Betrag, den wir da oben haben und rechnen das mal dem Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung und das ist natürlich der Phasenwinkel dieser Gesamtimpedanz hier, das sind die 6,8 Grad. Wenn ich hier mal die Zahlenwerte nochmal einsetze, wären das halt 232,65 Volt mal 1 Ampere mal den Cosinus von 6,8 Grad. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf 231 Watt. Volt mal Ampere ergibt Watt. Und die zweite Variante, das zu rechnen, alternativ dazu, ich mache es mal in Klammern, wäre, wir können auch einfach den Strom nehmen. Und zwar den Betrag hier oben, den Effektivwert, den zum Quadrat nehmen und das mal den Realteil der Gesamtimpedanz rechnen. Und dann sieht man 1 Ampere zum Quadrat ergibt 1 Ampere Quadrat. Der Realteil dieser Impedanz sind 231 Ohm. Ohm ist Volt pro Ampere, kürze ich 1 Ampere weg, bleibt Volt mal Ampere über. Und dann landen wir auch bei 231 Watt. Was ist dabei häufig schiefgelaufen? Natürlich eine ganze Menge Rechenfehler, einfach bei der komplexen Rechnung. Es gab auch wieder ein paar Leute, die komplett ohne das J hier zum Beispiel gerechnet haben an der Stelle und dann natürlich einfach nur reelle Zahlen ohne jegliche Bedeutung rausbekommen haben. Einige taten sich auch schwer, die Stromteilerregel hier zum Beispiel anzuwenden und haben dann irgendwie was anderes versucht, was dann oft nicht ganz so zielführend war. Und ja, hier einen vernünftigen Ansatz für die Leistung zu finden, das ist auch einigen schwer gefallen. Was natürlich ja auch funktioniert, ist zu sagen, ich rechne halt die Leistung hier aus in diesem Widerstand, ich rechne die Leistung in diesem Widerstand aus und ich rechne die Leistung in diesem Widerstand einzeln aus und gehe davon aus, dass die Gesamtwirkleistung sich eben aus den drei Leistungen hier zusammensetzt, so dass man diese Leistung hier unten, die Blindleistung, die in der Induktivität passiert, halt vernachlässigt, die ja eben auf die Gesamtwirkleistung auch keinen Einfluss hat.